Ich denke, man da kann auch als vollblütige Bibliothekarin durchaus Data Librarian werden, da spricht nichts dagegen. Also auch wenn der Nerdfaktor entsprechend niedrig bleibt. Okay. Achtung, Spoiler-Alarm. Heute geht es um Data Librarians. Und wer nach diesem Film noch denkt, Data Librarian ist so ein typisch klassischer, langweiliger Bibliotheksberuf, der hat sich getäuscht. Denn heute ist Lara Schruff hier. Sie ist eine der ersten Data Librarians bei ZBMed. Schön, Lara, dass du hier bist und uns von deiner Aufgabe erzählst. Dankeschön, ich freue mich sehr. Wunderbar. Jetzt für alle, die es nicht wissen, weil Data Librarian ist ja tatsächlich noch absolut neu. Was ist Data Librarian eigentlich? Also unsere Aufgabe ist es hauptsächlich, so die Brücke zu schlagen zwischen klassischen Bibliotheksaufgaben und der ja immer stärker werdenden IT, also IT-Einsatz und auch die Kommunikation mit IT-Kollegen. Das heißt, wir haben dann das Wissen von beiden Bereichen, zumindest soweit, um dann quasi so ein bisschen dolmetschen zu können, wenn dann die Kollegen aus beiden Bereichen aufeinandertreffen und genau, versuchen da halt dann die Kommunikation einfach auch zu unterstützen, unter anderem. Kannst du mal so grob sagen, was sind so die klassischen Aufgabengebiete, in denen Data Librarians jetzt arbeiten? Es ist ganz unterschiedlich. Also das sehe ich halt auch zum Beispiel an der anderen Kollegin. Hm. Wir haben die gleiche Ausbildung gehabt, aber arbeiten nach wie vor in unterschiedlichen Bereichen, wo wir unser Wissen einsetzen können. Aber wie gesagt, so grundsätzlich ist die Idee, dass wir zum einen halt, wie gesagt, mit IT-Kolleginnen und Kollegen besser kommunizieren können und halt auch, dass wir mit unserem Wissen unsere Bibliothekskolleginnen unterstützen können. Das kann sowohl sein, indem wir dann entweder Informationen recherchieren, weitergeben oder auch, dass wir sogar kleine Skripte aufstellen, also sogar schreiben, um ihnen auch den Arbeitsalltag ein wenig zu erleichtern. Welche Kompetenzen braucht man dafür? Also man muss hauptsächlich eigentlich Spaß dran haben. Ja, weil lernen kann man eigentlich alles. Also klar, man muss so ein bisschen auch einen Hang zur IT haben. Also sich auf jeden Fall mit Computern gerne befassen möchten, programmieren lernen können. Programmieren ist ein gutes Stichwort. Welche Sprache brauche ich als Data Librarian? Ist eigentlich egal. Also es gibt einfach genug Sprachen, die sehr vielseitig sind, die man auch unterschiedlich einsetzen kann. Es kommt auch da wieder so ein bisschen drauf an, wo man hin möchte. Weil in Bibliotheken lässt sich ja vieles denken. Also das kann von Metadatenverarbeitung über halt wirklich so kleine Programme schreiben bis hin sogar zu Web-Frameworks entwickeln sein. Und je nachdem, in welchen Bereich man gehen möchte, kann man sich da natürlich dann Sprachen aussuchen, die darauf ausgerichtet sind. Oder man lernt irgendwas Universelles, was nach Möglichkeit alles abdeckt. Und gibt es sowas Universelles? Was wäre das? Zum Beispiel halt Python. Mhm. Und Python ist halt deswegen so universell, weil man sogenannte Third-Person-Libraries nutzen kann. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man sich Add-ons oder Plugins, wie man immer es nennen möchte, an Programme, Browser, wie auch immer, andockt, um die Funktionen zu erweitern. Und da gibt es für Python sehr, sehr viele von diesen Libraries und die gehen in alle möglichen Richtungen, also von Datenverarbeitung über, wie gesagt, Web-Frameworks und auch ganz spezielle Bibliotheken, die zum Beispiel halt auch verschiedene ganz spezifische Aufgaben nur übernehmen, wie zum Beispiel PDF-Erzeugung. Mhm. Und das ist halt eine Sprache, mit der kann man unglaublich viel machen und sie ist sehr einfach zu lernen. Und wo hast du das gelernt? Also ich habe schon immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich konnte schon immer programmieren, aber ich konnte schon immer Programmiersprachen zumindest ansatzweise lesen. Das war einfach auch eher Interesse von mir. Und habe ich, ich glaube es war 2018, das erste Mal einen Library Carpentry Workshop mitgemacht bei Professor Dr. Konrad Förster bei uns im Haus. Und das war dann so
bin dann damit so da auf diese Schiene gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das macht Spaß, das interessiert mich und das möchte ich auch weitermachen. Mhm. Und dann habe ich mich für den Zertifikatskurs Data Librarian an der TH Köln eingeschrieben und genau, habe dann da diesen Kurs zu Ende gemacht und darüber dann auch, ja, da das Wissen so ein bisschen mehr angeeignet, um da auch auf eigene Faust weiter mich bilden zu können auch. Und diese ganzen Kenntnisse, die du jetzt in deiner Arbeit gebrauchen kannst, die hast du da gelernt, also die Metadatenkenntnisse, automatische Erschließung, Information Retrieval, Datenanalyse, Visualisierung, diese ganzen Punkte hast du da gelernt, schätze ich mal, oder? Also von den meisten, was du jetzt aufgezählt hast, hat man auf jeden Fall die Grundlagen gelernt. Und also es ist halt nur, in Anführungszeichen, nur ein Zertifikatskurs, der auch ein halbes Jahr circa läuft. Mhm. Das ist jetzt kein vollumfängliches Studium, was über mehrere Semester geht. Das heißt, man kann aber zumindest so die Grundsteine legen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt und so, ja, auch die ersten Eindrücke und weiß, wie es grundsätzlich funktioniert. Und danach ist es aber auch einfach viel Selbststudium, sage ich mal, oder mit Kolleginnen sich austauschen und genau, darüber lernt man halt auch unglaublich viel dann im Anschluss noch. Ich fände es jetzt total spannend, wenn wir mal sehen würden, was sind so praktische Anwendungsbeispiele? Also wo genau kannst du es einsetzen? Du hast eben gesagt, du schreibst manchmal kleine Skripte. Was für kleine Skripte sind das, die du schreibst? Auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade im Team anliegt, welche Arbeiten, wo ich dann sehe, okay, da wird einfach sehr viel Zeit gebunden mit händischer Arbeit, die nicht nötig wäre, wenn man denn da ein entsprechendes Skript oder kleines Programm für hat. Und ein ganz einfaches Beispiel ist, ich hatte letztens eine Kollegin, die hatte eine lange Liste mit Links zu PDFs, die halt im Internet liegen und die gesichert werden sollten. Und sie hätte jetzt diese Links alle einzeln aufrufen und herunterladen müssen. Mhm. Und da habe ich ihr dann mit wenigen Zeilen ein kleines Skript geschrieben und habe die einfach dann mal eben schnell heruntergeladen. Also Signaturen sind ja auch so ein klassisches Thema in Bibliotheken. Signaturchecker ist, soweit ich das weiß, auch so ein Stichwort. Erzähl mal, was heißt das? Genau, also das ist auch was, wo ich halt gesehen habe, dass viele von meinen Teammitgliedern immer sehr viel Arbeit in etwas gesteckt haben, wo ich gedacht habe, okay, das muss einfacher gehen. Mhm. Und das war nämlich zu schauen, wo Signaturlücken bestehen, um diese dann entsprechend zu dokumentieren, damit halt nicht jemand nachher denkt, da wäre ein Buch verloren gegangen. Und das sind fortlaufende Listen. Mhm. Und da habe ich dann also auch ein kleines Programm geschrieben. Da kann man also jetzt dann die Signaturen aus unserem Bibliothekssystem nach Excel exportieren. Und in dieser Excel-Datei schaut dann mein Programm, wo in dieser fortlaufenden Reihe von Signaturen etwas fehlt oder auch vielleicht mal ein Dublett ist, weil eine Signatur versehentlich doppelt vergeben wurde und spuckt am Ende dann eine Textdatei raus, wo dann diese fraglichen Signaturen aufgelistet sind. Genau. Super. Und wie sieht es bei Metadaten aus, wenn wir schon so in dieser bibliothekarischen Welt drin sind? Was ist da ein Anwendungsbeispiel? Also zum Beispiel, was meine andere Kollegin macht, die andere Data Librarian, die kümmert sich um E-Book-Pakete. Da werden also Metadaten von Verlagen geliefert, die müssen aber noch für unseren Katalog ein bisschen aufbereitet werden. Mhm. Und da geht sie auch mit einem Skript dran, um die dann später in unserer Suchmaschine Livivo dann entsprechend auch anzeigen lassen zu können. Und in meinem Bereich arbeite ich da viel mit offenen Schnittstellen, sogenannten APIs in der Regel, und kann dann da meistens mit einem Identifikator mir auch zum Beispiel Publikationslisten dann automatisiert erzeugen lassen, ohne sowas dann auch händisch machen zu müssen. Also diese ganzen Beispiele zeigen ja, wie großartig es ist, Programmierkenntnisse zu haben. Also Data Literacy ist einfach das Stichwort. Also wir haben jetzt diesen Bibliotheksbereich angeschaut. Jetzt würde ich gerne mal noch in diesen Bereich der Forschung angehen, weil das ist ja auch, ihr seid ja auch in diesem Zwischengebiet zwischen Bibliothek und Forschung und wir bei ZBMed sind ja inzwischen beides. Also wie wichtig ist Data Literacy für die Forschenden aus deiner Sicht?
Ja, also ist ja auch unglaublich wichtig, weil wenn man sieht, was unsere Forscher für Datenmengen prozessieren, das geht einfach nicht mehr händisch. Das ist überhaupt nicht möglich. Mit solchen Datenmengen muss ich noch nicht arbeiten. Aber ich habe auch durchaus, bin in Projekte eingebunden, wo dann auch Listen gesammelt werden, die einfach schon so groß sind, dass sie nicht mehr händisch zum Beispiel zusammengeführt werden können. Und das ist halt so ein Fall, das ist noch kein Big Data, aber für mich ist das schon eine sehr große Sammlung an Daten, die da verarbeitet werden muss. Und da bin ich zum Beispiel halt auch sehr froh, dass wir dann da zum Beispiel unsere Forscher haben, die dann auch damit umzugehen wissen, und die einem dann auch schon mal gerne helfen, wenn man da vielleicht ein kleines Problem hat und nicht weiterkommt. Das ist dann auch so die Kommunikation im Haus, dass man sich auch so ein bisschen im Haus vernetzt, um da so auch schon mal die Schwarmintelligenz vielleicht mal... Ja, ihr löst die Probleme gemeinsam letztendlich, ja, ne? Das genau. heißt das. Mhm. Ja. Das ist ein schönes Thema. Das ist so diese Lernkurve, ne? Du hast ja anfangs gesagt, du hast ja schon Programmieren gekonnt, aber wie ist jetzt deine persönliche Lernkurve da weiter verlaufen? Beziehungsweise gab es auch mal so Frust auf dem Weg? Ja, absolut. Also ich hatte tatsächlich nach diesem ersten Library Carpentry Workshop, ich glaube, das geht tatsächlich auch vielen so, dieses Gefühl, okay, das ist toll, aber ich hatte noch nicht so wirklich einen Pack an, wie man es wirklich richtig im Arbeitsalltag einsetzen kann, weil dafür auch einfach die Erfahrung noch nicht reichte. Und in dem Data Librarian Zertifikatskurs konnte man das dann wieder ausbauen. Da kam, das ging dann so die Lernkurve nach oben und man dachte so, ach ja, super, jetzt habe ich richtig einen Pack an und kann was damit machen. Aber sobald man danach wieder auf eigenen Füßen steht, kommt dann erstmal wieder so ein bisschen die Frustphase. Aber es ist immer auch so, oder was ich dann auch dadurch gelernt habe, ist, man muss immer so ein bisschen zurückgucken. Und wenn man sich dann zum Beispiel auch Skripte anschaut, die man vor ein paar Monaten oder sogar vor einem Jahr irgendwann mal geschrieben hat und man schon selber sich diesen Code anguckt und merkt, ich könnte den jetzt viel besser schreiben, dann merkt man, okay, egal wie sehr es mich jetzt in den letzten Wochen vielleicht wieder geärgert hat, weil ich an einem Problem nicht weiterkam, die Lernkurve ist da, man sieht sie nur selber manchmal nicht immer. Lara, stell dir vor, du bist auf einer Party und sollst kurz erzählen, was du den ganzen Tag machst. Was sagst du dann? Also, wenn ich jemanden wirklich ganz grob meinen Alltag beschreiben soll, dann sage ich meistens, dass ich einen halben Tag katalogisiere und die andere Hälfte des Tages programmiere. Und macht das Skript immer das, was du möchtest, oder? Sagen wir mal so, es kommt nicht immer das bei raus, was ich mir wünsche, aber das ist in der Regel dann mein Fehler und nicht der vom Skript. Okay, das Problem sitzt also vor der Tastatur, richtig. Also das Skript macht ja wirklich ganz stur nur das, was man ihm sagt. Und wenn man da selber dann einen Fehler einbaut oder irgendwas nicht so definiert, wie man es eigentlich haben wollte, dann kommt natürlich auch nicht das dabei raus, was man haben möchte. Und ich bin ehrlich gesagt auch jetzt über diese ganze Erfahrung, man neigt ja immer so ein bisschen dazu, wenn irgendwas nicht so funktioniert, zu sagen, ach, der Computer tut wieder nicht, was ich möchte. Das denke ich nämlich auch immer. Und ich habe dann doch mittlerweile gelernt zu sagen, okay, er tut nicht, was ich möchte, aber warum nicht? Und in der Regel war es auch mein Fehler und nicht das Problem Fehler sitzt vom doch vor der Tastatur, so ein Mist. Ich habe mir die Vorstellung, man muss ganz schön nerdig sein, um diesen Job zu machen. Also hast du einen sehr hohen Nerdfaktor? Also auf der Skala von 1 bis 10, wie hoch ist dein Nerdfaktor? Oh. Wenn 1 ist kaum nerdig und 10 ist ziemlich nerdig. Ich würde mich mal so bei 6, 7 einpendeln. Okay. Also es ist noch Potenzial nach oben, aber... Und könnte ich jetzt auch mit dem geringeren Nerdfaktor ein guter Data Librarian sein? Oder meinst du schon, er muss schon relativ hoch sein? Wie gesagt, das Interesse sollte schon da sein. Also wie gesagt, man kann ja grundsätzlich alles lernen, aber klar, wenn Interesse da ist, lernt man einfach schneller. So, und deswegen denke ich, so daran gemessen sollte der Nerdfaktor zumindest schon ein bisschen angehoben sein. Aber ich habe auch durchaus gemerkt, man kann sich dafür auch begeistern. Also es gab auch schon Leute in oder Teilnehmer aus Library Carpentry Workshops, die sind, glaube ich, da reingegangen und haben gedacht, so,
ja, ich gucke mir das jetzt nur mal an und war nachher total begeistert. Ja. Also da muss man sich auch so ein bisschen einfach drauf einlassen und sich vielleicht auch mal begeistern lassen. Mhm. Und gut, ich meine, selbst wenn man nachher rausgeht und sagt, es ist nichts für mich, man hat zumindest durch zum Beispiel diese Carpentry-Workshops aber ein Grundverständnis und kann vielleicht auch das ein oder andere, was man dann im Arbeitsalltag mal irgendwo hört oder liest, sogar einordnen, womit man vorher gar nichts anzufangen wusste. Das ist also auch noch eine nette Begleiterscheinung tatsächlich. Also das heißt Offenheit und sich einfach mal darauf einlassen, einfach mal was Neues ausprobieren, das ist die halbe Miete. Ja. Und der Nerd-Faktor kann dann auch ein bisschen geringer sein und das Ergebnis ist trotzdem dasselbe, ne? Ja, doch, genau. Nein, also ich denke, man da kann auch als vollblütige Bibliothekarin durchaus Data Librarian werden, da spricht nichts dagegen. Also auch wenn der Nerdfaktor entsprechend niedrig bleibt. Okay. Also das, die gute Nachricht auch, es gibt übrigens auch, Python ist ja die Programmiersprache, die enorm hilfreich ist. Es gibt auch ein White Paper zu Python. Das lässt sich hier in der Infobox auch runterladen. Also auch wir versuchen an allen Stellen ein bisschen die Offenheit zu schulen für solche neuen Themen. Ja, also vielen Dank, Lara. Das war total spannend, dass du davon erzählt hast. Gerne demnächst mal wieder, dass wir sehen, was sind so neue, schöne Anwendungsfälle. Dankeschön. Ja, gerne, danke.